Ihr habt es im Einleiter gesehen, es gibt einen schnellen Apfelkuchen vom Grill. Dieses Rezept lebt von Äpfeln. Und zwar kommt da eine Menge an Zucker rein. Die Zutaten zeige ich euch oben gleich am Tisch. Aber beim Apfel könnt ihr halt wirklich etwas auf die saurere Art und Weise zurückgreifen, denn es hat halt wirklich sehr, sehr viel Zucker. Aber wir gucken uns oben erstmal die Zutaten an. Und das sind die Zutaten. Wir brauchen logischerweise Äpfel. In dem Fall sind das jetzt hier Bosskorbäpfel. Die sind leicht säuerlich. Dann brauchen wir ein bisschen Zucker, Zimt, natürlich Weizenmehl. Dann habe ich jetzt hier in dem Bereich eine Klumpen liegen. Das ist Butter, ein Ei. Und das war's auch schon. Das Mehl und das Ei habe ich hier schon mal reingemacht. Und für die kompletten Rezeptangaben könnt ihr wie immer auf meinem Blog nachschauen. Auf tobiasgrill.de, da habe ich euch alles runtergeschrieben, was ihr dort für Zutaten benötigt. Hier ist jetzt auf jeden Fall schon mal Ei und Mehl drin. Da gebe ich jetzt einfach ein bisschen Zucker mit drauf. Und in dem Fall die Butter, die nicht rauskommt. Zack. Und dann wird alles ordentlich mit der Hand durchgeknetet. Die Butter erstmal ein bisschen auseinanderdrücken. Und wichtig ist immer, dass die Butter vorher weich ist. Richtig schön platt machen. Und dann heißt es kneten. Ich mache immer alles gerne mit der Hand, denn dann hat man so ein richtig schönes Gefühl für den Teig. Und dass es jetzt hier ein Mürbteig ist, kriegt man ein richtig schönes Handgefühl von. Also finde ich. So, Butter ist jetzt halt klein gemacht. Man kann das jetzt hier auch so in kleine Stücke zupfen. Und dann heißt es kneten. Und das ist jetzt richtig langweilig für euch. Ich mische das jetzt erstmal fertig. Ihr müsst nur eigentlich darauf achten, dass ihr für den Teig so ein, ja, ich sag jetzt mal, richtig schönes, ja, homogene Masse bekommt. Und dazu einfach halt wirklich den Teig nehmen, in den Finger nehmen und dann halt einmal durchkneten. Und dann werdet ihr später merken, ob ihr da halt wirklich so eine homogene Teigmasse halt wirklich zustande bekommen habt. Wie gesagt, ich mache das jetzt erstmal weiter und zeige euch gleich das Endresultat. Nach noch nicht mal 5 Minuten haben wir so eine Kugel. Die lassen wir jetzt in einer separaten kleinen Schüssel, jetzt hier so eine kleine Schüssel, einfach liegen, sodass er dann noch mal eine halbe Stunde ruhen kann. Aber in der Zeit haben wir ja noch ordentlich zu tun. Denn wir müssen ja auch noch die, hier ist das wieder, der Apfel, die Äpfel nämlich auch bearbeiten. Dazu habe ich hier mein Lieblingsgerät. Das ist ein Apfelteiler. Ich bin faul, ich bin wirklich faul. Ihr könnt das natürlich auch mit dem Messer machen und euch die Mühe geben und dann jeden einzelnen Spalte halt runterschneiden. Aber hiermit ist es relativ einfach. Ich verlinke euch das unten in der Infobeschreibung, wo ihr das bekommen könnt, denn das ist halt wirklich sehr, sehr einfach damit. Zeige ich euch in der anderen Kamera. Einfach jetzt hier unten seht ihr hier diesen kleinen Strunk oder das Blütenende. Da einfach, ja, soll jetzt mal den Kreis draufsetzen und dann mit etwas Kraft nach unten. Zack. Und dann habt ihr nämlich hier perfekte Apfelstücke. Und diese Apfelstücke einfach nur noch schälen, das heißt hier hinten diese Schale abmachen. Und damit wären diese Apfelspalten auch schon fertig, die wir gleich marinieren. Kommen wir dann jetzt zum Marinieren der Äpfel. Relativ einfach gehalten, ein bisschen Zucker nehmen. Sollte schon reichen. Und dann habe ich jetzt hier richtig geilen Zimt. Ich liebe Zimt. Apfel und Zimt ist eh das Beste, was man machen kann. Ich glaube, das reicht schon. Und jetzt einfach die Hand wieder nehmen und ordentlich durchrühren. Das heißt, dass der Zucker halt wirklich überall dran kommt, dass der Zimt halt wirklich überall dran kommt. Und dann lassen wir das Ganze auch, wie den Teig vorhin, eine halbe Stunde stehen. Das heißt, da wird sich ein bisschen Flüssigkeit bilden, aber das möchten wir halt auch. So, und dann haben wir die Vorbereitung schon mal gemacht und jetzt fehlt nur noch der Crumble. Nächster Schritt, relativ einfach, die Crumble herstellen. Dazu Zucker und Mehl in eine Schüssel reingeben. Dann habe ich hier eine Prise Salz. Die einfach mit reingeben. Den Salz unterstreicht nämlich halt nochmal so ein bisschen die Süße. Das heißt, dann suggestiert man dem Gaumen so ein bisschen, ach, guck mal, wie süß ist das denn jetzt? Genau, so, mit reingemacht. Hier das gleiche Prozedere, Butter. Klein drücken und am besten in so kleine Butterflöckchen machen und dann die ganze Masse wieder durchkneten, bis ihr kleine Krümelchen hinbekommt. Und diese Krümelchen sind dann nachher oben drauf fürs Topping. Nehmen wir uns jetzt ein bisschen Öl zur Hand, einfach nur hier in die Form mit reinmachen. Dann wieder die gute alte Hand. Ich liebe es tatsächlich, alles mit der Hand anzufassen und halt wirklich, ja, so kriegt man halt ein besseres Gefühl. Den Rand von der Form, von der Backform tatsächlich hier so ein bisschen einschmieren. Da hält der Mürbteig, der da gleich reinkommt, zum einen besser und zum anderen kriegt man dann den Kuchen dann später halt besser rausgelöst.
Jetzt habe ich hier so eine kleine Wurst in der Hand. Die jetzt hier einfach am Rand dran drücken und versuchen mit den Fingern so, ja, ich sage jetzt mal hier so dran zu drücken und das, was übersteht, einfach nach unten klappen, um dann halt wirklich in den Rand wieder reinzudrücken. Das mache ich jetzt erstmal mit der ganzen Form und dann wäre die Vorbereitung schon mal fertig. Bis hierhin waren das relativ wenig Arbeitsschritte zu einem mega leckeren Ergebnis. Kommen wir jetzt zur Männervariante, weil hier habe ich jetzt die Äpfel drin und die einfach hier reinschütten. Frauen würden das jetzt sehr fein, penibel überall hinlegen. Ich habe das jetzt einfach reingeschüttet, ein bisschen hin und her schütteln und dann sieht man ja, wo die Äpfel in etwa liegen können und dann einfach mit der Hand ein bisschen runterdrücken. So in etwa. Da hat man dann halt wirklich überall ein paar Äpfel liegen und ja, bis auf hier in dem Fall, das kann man jetzt gleich noch nacharbeiten und dann kommt der Crumble drüber. Jetzt heißt es krümmeln. Ich habe so Bock drauf. Einfach hier den Crumble so ein bisschen festdrücken und dann habt ihr so einen kleinen Klumpen in der Hand und dann einfach jetzt hier, das muss nicht ein Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern einfach nur den Crumble hier oben drüber machen. Dass da unten jetzt Lücken drin sind beim Apfel, das ist nicht schlimm, denn da kann der Crumble nämlich halt wirklich komplett reinfallen und ja, dann sind die Vorbereitungen für den Kuchen schon soweit vorbereitet und dann heißt es letztendlich grillen. Den Grill habe ich schon vorbereitet auf 150 Grad indirekte Hitze und da kommt das nämlich ganz jetzt rein. Einfach die Form nehmen, zack, da haben wir sie, in den indirekten Bereich reinlegen und dann für eine Stunde backen. Das herrliche Wetter und jetzt gucken wir mal nach. Nach ungefähr 45 Minuten sieht das Ganze so aus. Herrlich. Einfach nur herrlich. Schaut euch das mal an. Und den nehme ich jetzt runter und dann muss es ein bisschen abkühlen und dann fehlt nur noch eine kleine wichtige Zutat. Natürlich wird es ihn abkühlen lassen und jetzt greifen wir auf Puderzucker zurück und dann heißt es einfach nur noch berieseln lassen. Und damit ist der schnelle Apfelkuchen auch schon fertig. Da haben wir ihn, den schnellen Apfelkuchen vom Grill. Von der Zubereitungszeit her hat es nicht wirklich lange gedauert, bis auf das Grillen selbst, aber das müsst ihr euch einfach mal geben, das ist wirklich richtig genial. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Apfelkuchen gemacht habt vom Grill und wie er euch gelungen ist. Würde mich mal interessieren, ob ihr das auch des Öfteren macht. Das war jetzt ein Dessert, der relativ schnell gegangen ist und den gönne ich mir jetzt erstmal. Kommen wir zum Ende zu diesem Rezeptvideo. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video wie immer einen Daumen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder genau dieses Rezept, schaut gerne auf tobiasgrillt.de nach. Bis dahin.